Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von 5 auf einen Streich. Wir haben heute den 31. Januar 2014. Als erstes etwas für die Datensicherung und zwar ohne die Cloud. Möglich ist das Ganze mit der Freeware BitTorrent Sync. Hier wird das bekannte BitTorrent-Protokoll dafür benutzt, große Datenmengen von einem PC zu einem anderen zu übertragen oder auf eines eurer Smartphones. Clients gibt es für Windows, Mac, für Android, für iOS und für Linux. Als nächstes habe ich etwas für alle Half-Life-Fans. Und zwar gibt es schon seit längerem eine Fanfilm-Videogruppe, die das Universum rund um Gordon Freeman belebt. Wer auf Fanfilme steht, der sollte bei Kickstarter mal vorbeischauen. Da wird momentan versucht, Half-Life als Actionfilm, und zwar The Freeman Chronicles, zu finanzieren. Als nächstes habe ich einen schönen Animationsfilm für euch. Das Ganze ist momentan eine Empfehlung auf Vimeo und heißt Love in the Time of Advertising. In meinem nächsten Tipp dreht sich alles um quadratische Melonen. Und das ist wirklich eine wahre Geschichte. Und zwar in Japan werden quadratische Melonen gezogen. Die Melonen werden in speziellen quadratischen Behältern herangezogen und müssen täglich mehrfach kontrolliert werden. Das Ziel ist natürlich gewesen, Melonen heranzuziehen, die man besonders gut stapeln kann. Ist schon faszinierend, was sich manche so einfallen lassen. Das Ganze hat leider einen Haken. Dadurch, dass die Melonen in ihrem Wachstum ja beschränkt sind und auch weniger Licht an die Melonen kommt, sind sie, nachdem sie die Behälter gefüllt haben, häufig im Inneren noch nicht reif. Für alle, die sowas zu Hause in diesem Jahr auch mal ausprobieren möchten, habe ich einen Link bei Instructables, wo euch genau gezeigt wird, wie ihr so einen Behälter basteln könnt. Und zum Abschluss habe ich noch einen App-Tipp für euch. Jeder, der aktiv Wi-Fi in seinem Haus oder Wohnung einsetzt, weiß, wie schwer es teilweise ist, genau festzustellen, welcher der Kanäle der beste ist. Häufig wird die Kanalstärke auch durch Telefone oder Nachbarn beeinflusst. Und damit man sich selbst über das eigene Netzwerk und die entsprechenden Signalstärken ein Bild machen kann und kann auch in der Wohnung herumlaufen und kann gucken, wie die Signalstärke sich entsprechend verändert, gibt es eine neue App von Netgear und zwar Wi-Fi Analytics. Über die App kann man jeden Raum einzeln anlegen und hat dann die Möglichkeit, in jedem Raum einen Test zu fahren, kann dann die Einstellungen des Routers anpassen und kann das Ganze dann nochmal durchlaufen. Eine schöne Möglichkeit, um schrittweise zur optimalen Abdeckung im ganzen Haus oder der Wohnung zu kommen. Ja, das war's wieder zur heutigen Sendung. Wie immer, schaut bei Twitter, Facebook, Google+ vorbei, abonniert uns auf YouTube und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Sendung. Tschüss!